Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate. Wir sind hier bei der Firewine Bridge, glaube ich. Yep, sind ja beim letzten Mal fertig geworden. Die Überreste sehen wir hier noch herumliegen. It will be done. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal woanders hin. Gucken uns mal woanders um. Kommen wir hier raus? Ja, kommen wir. Gut. Erkunden wir mal ein bisschen weiter die Schwertküste. Hier waren wir, so wie es aussieht, schon. Da will ich das schon. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal wirklich zur Schwertküste. Und zwar. Das gehört dazu. Okay, da waren wir noch nicht. Okay, dann machen wir einen Abstecher nach Beregost und dann geht's zur Schwertküste. Okay. Ah, Gottes Willen. Yes? My blade will cut you down to size. Now, Natha. I stand. Not a problem. Okay. Das sollte ja machbar sein hier. Was macht Imoen denn? Imoen? You're a queer fellow. Warum hast du aus bestimmten Grund? Yes. Dass ich dir eine andere Waffe gegeben habe. Okay. Haben wir hier Kram. Sammeln wir einen. Drei Kram. Und sechs Kram. Okay. I stand ready. So, sei nicht weit gekommen. Wo habe ich gesagt, da wollen wir hin. Gott sei Dank. Okay. Haben wir eigentlich... Haben wir. Okay. Men are pathetic. Yes? Bitte alle. Bitte alle, ja? Schön zusammenbleiben, wir trennen uns nicht. Das kann kein Spielleiter hat das gerne. Mit dir will ich reden, glaube ich. Guten Tag. Can I assist you? You have been busy, I see. Well, keep at it. The more bandit scalps I have, the richer you'll be. Okay. This is a strange fetish. I'll take all the bandit scalps you have to make soup. So, wir geben dir 9 Stück hast du schon. Wir geben dir noch ein paar weitere. Hallo. Okay. Wir sollten uns auch mal irgendwo einen Ort suchen, wo wir unsere Bücher parken können. Ich überlege, ob wir das machen. Am besten an einem Ort, wo wir häufiger hinkommen und der leicht zu erreichen ist. Weil ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das in Baldur's Gate 2 schon gemacht habe. Vielleicht verwechsel ich das jetzt, aber das ist so mit vielen anderen Spielen, weiß ich nicht, Grimrock oder sonst wo, dass man sich so Stashes macht und Sachen reintut. Und dass das dann auch noch... I stand ready. It will be done. Dass die Sachen da bleiben. Ich glaube, das war der Fall. Also das wollen wir, Moment, das wollen wir noch... Die wollen wir, glaube ich, noch abgeben, ne? Da sind wir dran vorbeigelaufen. Das ist nicht so schlimm. Das ist wirklich nicht so schlimm, weil das können wir ganz einfach so beheben. Es müsste ein Autosave sein. Nach dem... Oh, vor der Level Transition. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt erstmal nach Ulka. Machen wir es in der richtigen Reihenfolge. Gehen wir erstmal nach Ulka. Nee, das ist Ulka ist da. Das steht immer drunter, da wo wir hin.
Und deswegen werden wir auch nicht waylaid. Alles ist gut. So, das wollen wir noch da. Das ist. Gut. Es müsste noch so einen karteninternen Teleport geben. Aber na gut, dann geben wir noch die Bücher ab. Und muss ich auch mal gucken, ob der uns beide gleich wegnimmt oder ob wir das irgendwie trennen müssen. Ich meine, wir können ja das eine Buch. Geben wir erstmal dir. So. So, ist der tagsüber denn überhaupt hier, der Kollege? You're a queer fellow. Yes? Okay, Edwin erfreut uns auch mit seiner Anwesenheit. Okay. Again you disturb me. Und ist gleich. Ist gleich fast tot. Das ist. What you want? This way. Men are okay. I stand My ease. Blade will cut you down to size. Nature's servant await for the group. Nein, nein, Edwin, du bist fast tot. Renn nicht zu den Leuten, die dich tot machen wollen. Das ist taktisch unklug. Will er noch mehr? Yes, oh, oh. As you direct. Okay, Vikonia, dann musst du dich mal um den Kollegen kümmern hier. Der ist ein bisschen zerbrechlich. Yep, I'm gone. Jetzt ist mal gut hier, Kobold. Meine Güte. Night Singer, give me power. You've a task? Also? So, ich glaube, der ist hier gar nicht mehr, oder? Oder sehe ich ihn gerade mal nicht? Der war doch hier, ne? Ja, gleich mal gucken. Hm? Es kann natürlich sein, dass der nur nachts hier ist. Aber der war hier, ne? Irgendwo. Kann natürlich sein, dass der hier weiter am Rand war und ich einfach an ihm vorbeigerannt bin. Wie viel waren wir denn? Okay. Wahrscheinlich ist er gerade zu Bett gegangen. Yes, I stand ready. Ja, ich glaube, der ist hier gerade nicht. Aber ich meine, wir waren hier noch gar nicht. Überall.
Nicht, dass hier irgendwas wäre, aber... Oder warst du hier? Ich meine, wenn es holprig läuft, dann suche ich ihn jetzt so lange, bis es Nacht wird und er tatsächlich wieder an dem bekannten Ort erscheint. Ich bin mir ziemlich sicher, der war in der Nähe des Waypoints. Ich meine, das können wir einfach testen. Wir speichern mal und rasten. Wir müssen sowieso schlafen. Your worthless lives end here. Okay. Naja, können wir mal wieder unsere Pfeile auffüllen. Ist ja auch schön. I care not. I've done had enough of this. Ich zweifle, dass du welche brauchst, aber die liegen hier kostengünstig rum. Haben wir jetzt ein bisschen geschlafen? Nope, nicht mal ein bisschen. So, bist du jetzt hier? Hier bist du. Meine Güte. Dachte schon. So, dann wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Also, wir geben dir... wir reden mit dir. Lunch returns, bla bla bla. So. You're a queer fellow. Hm? It will be done. Okay, sehr schön. Funktioniert mehrmals. Dankeschön. Kannst du wieder hinlegen. So, das haben wir gemacht. 2000 Erfahrungspunkte für zwei Bücher. Das ist ein guter Deal. Wo kommen wir hier? Hier kommen wir runter. Und dann geht's jetzt nach Beregost. Oder machen wir das. Wo seid ihr denn? Seid ihr wieder irgendwo fest? Habt ihr euch irgendwo festgelaufen? Nein, es ist einfach nur ein Stück. Okay, wer fehlt? Sollte keine Überraschung sein inzwischen. Herr von und zu Extrawurst. So. My blade will cut you down to size. So. Beregost, willkommen. Sind ja nur noch 8 Stunden. What you want? Wer hat die ganzen Bücher? Die hast du, ne?
History of the North. Ich werde wahrscheinlich, habe ich ja schon mal angekündigt, irgendwann mal ein Video machen, wo ich alle, aber das mache ich dann, wenn tatsächlich, wenn wir die meisten Bücher oder viele Bücher haben, ein quasi Vorlese-Bonus-Video, wo wir alle Bücher, wo ich einfach alle Bücher mal vortrage. Das hier soll jetzt einfach nur, damit ihr für die, die es jetzt unmittelbar interessiert und ich es in den letzten Videos vergessen habe, einfach es sich selber durchlesen wollen. Wenn ihr das tun wollt, dann könnt ihr das jetzt tun, Video pausieren und dann könnt ihr das lesen, wenn ihr möchtet. Und wie gesagt, irgendwann machen wir mal so ein richtiges einen Abend am Lagerfeuer und da lesen wir uns dann hier gegenseitig die verschiedenen Traktate vor. Aber jetzt erstmal will ich sie hier in diesen in dieses Fass tun und hoffen, dass die da bleiben. Und für den Fall, dass sie nicht da bleiben, haben wir jetzt zumindest Videobeweis, dass wir sie hatten und was in ihnen drin stand. Deswegen, das ist der zweite Grund, warum ich das mache, für den Fall, dass sie mir abhanden kommen. Aber ich glaube, das funktioniert. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das... Habe ich das gerade gelesen? Ich glaube, das habe ich gerade gelesen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das in einem Baldur's Gate 2... Also, dass ich das in Baldur's Gate 2 gemacht habe. Die Fässer, ich glaube, das war im... Oh Gott, wie hieß das denn? Copper Coronet? Also die erste große Kneipe da in Baldur's Gate 2, wo ich die Sachen in den Slums... Da hatte ich immer so viel Kram über, den habe ich da, glaube ich, irgendwo in Fässern gelassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, das geht. So, deswegen... Nature servant awaits as good as done. Es gibt auch eine Mod-Option, die ich glaube ich aber nicht gewählt habe, wo wir die Bücher gewinnbringend oder habe ich die gewählt? Weiß ich gar nicht, muss ich mal nachgucken. Wo wir die Bücher tatsächlich auch verkaufen können, also wo. Also verkaufen können wir sie jetzt auch für eine Goldmünze oder so. Aber dass wir sie für marktgerechte Preise, sage ich mal, verkaufen können. Und ich glaube auch, je rarer sie sind, desto teurer sind sie oder irgendwie sowas. Das ist ein ganz nettes Add-on vom Prinzip. Aber wir wollen die Bücher ja, so wie ich das privat auch handhabe, Bücher werden nicht verkauft, Bücher werden behalten. Behalten wir sie auch erstmal und lesen sie dann in... Wenn wir genug gesammelt haben, auch mal. Garrick, nee, wer bist du? Du. It will be done. So. Komm mal her. Oder bleib stehen, reicht auch. So. Ja, du kannst mir assisten. Du kannst mir hier die Leichenteile abnehmen. So, viel Spaß beim Kochen. Und ich meine, jetzt müssen wir ja nicht mehr rasten hier. Wir haben ja, wir sind ja gerastet. Und sind ja nur acht Stunden Gefußmarsch. Das kann ja so schlimm nicht sein. Also, ich meine, ich denke mal, eine Sache kann ich mal machen, mal speichern. Und mal gucken, wenn ich es neu lade, ob die Sachen noch in dem... Warte mal, und wir das Level verlassen. Not a problem. Okay. Loverboy. Okay, gut. Da gehen wir mal kurz. Weiß ich nicht, irgendwo hin, ist egal. Ich will nur mal kurz... Ich will nur mal gucken, ob die Sachen da bleiben. With ease. Ich denke aber schon. Dann noch eine Frage, ob sie bei einem Safe and Load da bleiben, aber ich denke auch, das ist der Fall. So, haben wir irgendwas zu verkaufen? Ich glaube, wir haben eine ganze Menge zu. Ja, wir haben eine ganze Menge zu verkaufen. Bitte was? Nein. So, erstmal Aufstellung nehmen, damit wir hier Sachen transferieren können. Das geht ja. Ich meine, ja, ihr müsst nah beieinander stehen, sonst könnt ihr euch die Sachen nicht geben, das verstehe ich schon.
Das ist nur ein bisschen inconvenient. Ich weiß, auch das kann man in den Mod-Einstellungen irgendwie erhöhen. Next Rope. Du hast schon eine Nace Rope, ne? Okay. Morningstar plus 1. Brauchen wir nicht. Du hast den ganzen Kram, den wir verkaufen wollen. Mail of the Dead. Moment. Mail of the Dead. Ah, minus. Chainmail plus 2, Armor Class 3. Das Ding hat auch Armor Class 3. Ist aber praktischer. Das hat auch Armor Class 3. Haben wir irgendjemanden, der eine... Du hast das Ding, was eh besser ist. Also kann Mail of the Dead tatsächlich weg. Ich glaube, dir habe ich auch den Kram gegeben. Du hast auch überzähligen Kram, der verkauft werden kann. Du auch. Two-Handed Sword plus 1. Ja, dich skillen wir ja auf One-Handed, ne? Auch wenn du jetzt noch bei Two-Handed bist, aber das soll ja nicht so bleiben. Okay, verkaufen wir. I can make whatever you wish for a wee little bit more than me competition. What? Ich mache gerade, lasse gerade irgendwas bei dir anfertigen. Zweiten Armor für, ich glaube, einen zweiten Armor, kann das sein? Ist denkbar. Okay, dann verkaufen wir erstmal Kram. Also alles bis auf einen. Ach, du hast auch noch Bücher. Ach du liebe Güte. Okay. Gut. Okay. Ich glaube, es waren immer 10 Tage, bis er hat er gebraucht für die Rüstung, ne? Zwei Tage? Zwei der 10. Ist eng beieinander, ich weiß. Gucken wir einfach irgendwann nochmal hin, aber ich mache noch meine Notiz, dass ich. Dass ich das nicht vergesse. Okay. Werde es wahrscheinlich trotzdem vergessen, aber egal. Edwin. What is it now? If I must. Geh doch mal bitte dahin zu dem Fass. Okay. Kannst du erstmal behalten. So, gut. Wir wollten weiter, ne? Wir sind noch gar nicht da, wo wir eigentlich hin wollten. Ich dachte mir zur Schwertküste. Kommen wir da heute noch hin? Mal gucken, wir können ja unser Bestes versuchen. Da war schon dahin. 24 Stunden. Yeah. Wow, hat funktioniert. Yes, O omnipresent authority figure. Jahira, no doubt you have heard that the Sirens inhabit parts of the coast. Ach du, oh Gott. Ja, ich erinnere mich. Parts of the coast south of Canalkeep, living in a fortress by the seashore. Though I do not think you have ever come into conflict with them, if we are to trudge through their territories, it is a likely outcome. Know that their main weapon is the powerful charm spells that twist our minds and make us fight each other. Also anders, als wir das sonst immer machen. Also jetzt aufgrund von äußeren Einwirkungen, nicht einfach nur, weil wir uns nicht leiden können. A strategy to prevent this is most welcome, and I have heard of clerics and mages using summons.
such as skeletons and ogres, to keep the sirens at bay. Das ist gar nicht doof. Perhaps this option is worth considering. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir das jemand erzählt hat. Also, dass du mir das im Spiel erzählt hast. Of course, it may be that you do not plan to defend yourself from those charms, having heard that the beautiful sirens sometimes take male lovers. If that is so, then I will take this opportunity to remind you that the quest to bring Gorion's murderer to justice still requires your attendance. Okay, da hast du ja eine hohe Meinung von mir. Okay, aber das ist ein guter Hinweis, Jahira, dankeschön. You have a task? Ja, du sollst dir mal deinen Kram angucken. Kannst du, aber da hast du ja einen, Ne, wir machen. Judesies behalten wir mal. Da haben wir sonst keinen. Kannst. Okay. Okay. If it bleeds, I can kill it. Okay, Shetty. I have told you all about my password, and I say you have one on me. You expect me to tell you my life story? It must be crazy. I'm no bard. Guter Punkt. And that's how I want to keep it. Very well. I do not know where I was born or to whom. My own memory starts abruptly in my early years. It's as if somebody tore the first few pages from a book. I was born somewhere, I suppose. Ryan, Paul from Mesh, adopted me in Waste Mancanity. It's a fortress with a library and its main keep. On Myrtle, is the year Ryan told me to pack up quickly. Fled from someone, that someone ambushed us and murdered Ryan. He failed in his attempt to kidnap or kill me. But he has sent others to attempt to do what he failed. I have, since leaving Mancanity, was trying to find the miscreant and a couple of odd jobs in between. Ja, mal drei. Wollen wir gleich nicht alles ausbreiten hier. I do not know where I was born or to whom. I don't want to sit here like a stump for hours while you go on about books. Ach so, da war das Wort Book in unserer Antwort. Ja, pages torn from a book. Ja, okay, da hat sie, okay. Flower, let's nennen sie Flower. Ich weiß nicht, könnte mir vorstellen, dass das nicht so die allerbeste. Es ist jetzt so. Also erstmal, wie kommst du auf die? Aber das wollen wir gar nicht wissen. Flower. Okay, if you insist. I was born somewhere, I suppose. Das hatten wir gerade schon. You've had a few hard years then too. Yeah. That does not make you less of a pox-ridden son of a pig, though. Das stimmt. Move it, or do you expect me to fall on your chest, ladylike? And weep for you? Du wolltest es hören. Meine Güte, bist du anstrengend. Yes. I'm difficult. Okay, jetzt wollen wir rasten, damit wir die Zauber lernen. Und dann wollen wir hier ein bisschen erforschen und hoffen, dass wir nicht alle gecharmt werden. Es ist aber schon mal gut, dass wir das, dass Jahira uns das erzählt hat. Haben wir ein bisschen bessere Voraussetzungen. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, klickt doch bitte auf den Like-Button und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo dalassen. So, ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal an und gehen. Bleiben wir erstmal am Wasser, oder? Bleiben wir erstmal am Wasser. Haben wir. Vielleicht sollten wir. So, und schon mal für eventuelle Kämpfe fertig machen. Oh, wir haben tatsächlich unseren Kampf. Wir verschießen Sachen. Warum hast du eigentlich eine Sling plus 1 und Jahira nicht? Ne, weil Jahira einfach ein bisschen besser damit umgehen kann. Wo ist das? Ist hier, ne? Auch ein Container.
Hab das schon wieder falsch. Ja, ja, ich mach das immer falsch. Ich weiß auch nicht, warum das. Ich muss hier dann machen. Das überfordert mich geistig. Das ist eine. Also dann. Und dann nochmal to backpack. Jetzt haben wir es. Sehr gut. Es ist nicht so einfach. Alles nicht so einfach. So, dann nehmen wir einen schönen Spaziergang an der Küste entlang. Hallo, wer bist du? Ich glaube, mich an dich zu erinnern. Ich glaube, du warst... Please help me, will you? I'm alone on this desolate dry land and who knows what lurks in these woods. Wir lurken in diesen Wäldern und... Okay. Accompany me and I will make certain you are safe. Na gut, tun wir mal helfen. Wir. Wonderful, perhaps a kiss to show my appreciation. Okay, das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das. Okay, das. Ich glaube, das will ich machen. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das hier nicht geht. Probieren wir mal. Ja, Game Over. Richtig? Richtig. Was wir stattdessen machen wollen, ist Clever Trick 17. Wir wollen jemanden machen, bei dem das nicht so wichtig ist. So, jetzt ist Edwin accompany me und so weiter. Okay. Farbeard vom Turn Down a Kiss from a Comely Lass. Okay, Edwin ist tot. Das ist tragisch. I dream windswept shores, even while there. Okay, und dann haben wir freundlicherweise gleich angefangen. Ich meine, so viel müssen wir unseren Gruppenmitgliedern zugutehalten. Sie. Wenn in unser, also vor unseren Augen einer unserer Partymitglieder, selbst wenn es Edwin ist, ermordet wird, werden wir patzig und haben sie halt jetzt angepatzt. Allerdings möchte sie halt weiter mit uns sprechen, weil sie wahrscheinlich erkannt hat, dass, mal gucken. No, this is no longer fun. I cannot die for this. They are my actions, but not my intent. Ach, du hast ihn aus Versehen tot geküsst. Ja, das ist uns allen schon mal passiert, ne? Das ist... I can but do as I am bid by the master. I can but do as I am bid by the master. Okay, wer ist denn der Master? Restore my fallen and explain your... Ach, das geht auch. Restore my fallen and explain your actions, else I shall continue. I would not be here at all, but my shawl is held by Ogredroth. Ogredroth. It is my essence he commands, so to him I listen. It was a lark for a while, but no longer. I do not want to harm you further, but if he so wills, then I must. It is all I can do. Then I shall fight as best I can to release you from his grasp. Oh, that could be interesting. Yes, do that. Okay. Ja, das hätte sie mich auch einfach fragen können, aber gut. Wahrscheinlich ist sie so unter seiner Fuchtel, also unter dem, ne, unter dem Command, dass sie auf die Idee selber nicht kommen konnte. So, jetzt mache ich erstmal Edwin wieder heile. Den so. Edwin hat natürlich keine Sachen mehr, das ist ein bisschen doof. Und Edwin muss auch mal geheilt werden. Und das macht man das Servant awaits. Night Singer, give me power. Men are pathetic. Okay. Wow, hier noch ein paar Umbauarbeiten. Können sich ja nur eine. Das ist okay. If it bleeds. Okay,
What be this trouble, Shaul? Why have you not destroyed these small pinks? Small pinks. Die kleinen Rosanen, ja? Okay. Ich meine, meinst du immerhin oder meinst du uns alle? Meinst du uns alle? Naja, ich meine schon. You are not to make me angry, water child. It's not my fault, Ogredor. They are stronger than I. Ha! They are meat for larder and gold for purse. Kill them, we shall. As you say, so it shall be. By what right do you keep this creature captive, Ogre? Return what is rightfully hers. Das klingt ein bisschen arg, goody two-shoes hier. Also ein bisschen zu freundlich. She told you this? You struck soundly to addle her mind so. 'Tis true that I possess her shawl, but water child my mate. Okay, weiß sie das auch? Frag mal, ist immer besser, wenn das beide wissen. Envy of all others I am. I'm Ogre Mage Droth. Fast ein anderer Name da. I kill and kill well. Ja, ja, bestimmt. Schauen wir mal. Another lumbering oaf who shall swiftly meet his end. Du zauber mal zu Ende hier. Quassel nicht dazwischen. I kill you too. Jetzt, was hast du denn gegen Viconia schon wieder? Die ist gerade beschäftigt. I love real. You're a queer fellow. This way. You are so irritating. Ulsa? Yes, O omnipresent authority figure. Yes. Okay. I stand ready. Lilalul! For sure! Okay, nochmal eine Magic Missile. What is it now? Magic Missile. Edwin, das ist dein Job. Okay, haben wir gut gemacht. Edwin, hast ihn sogar gekillt. Herzlichen Glückwunsch. It will be done. So, Madame. Na, noch irgendwas zu Ihrer Verteidigung zu sagen? By the waters of home, I'm free once more. You must pardon me for leaving so quick, but I'll not spend another second of this on this hard land. It was a fun game, so kann man das auch nennen, but it is stale now. Thank you and goodbye. Okay. So, und gemacht haben wir das dafür. Again you disturb me. Du bist übrigens vor gerade gestorben, Edwin. Und das Erste, was du danach zu uns sagst, ist: I understand you think wearing perfume is just one of the enslavement methods of males. But washing is a good and advisable habit. Yep. Das ist halt so einfällt, ne? Dass jemand tot war. Once a day for most people, but you should not hurry into things that you are unused to. Twice a month at first. Mit wem redest du? Mit Shatil. Ne, der wird das gefallen. Shut your mouth. The smell of sweat and blood befits a fighter. And if we are talking about washing, you can use some, flower boy. Your stink attracts all the bees in radius of 15 leagues. Ach so, weil er nach Blumen, nach Flower riecht, weil er Perfume benutzt. Okay. Mhm. I will have you know it is perfume. The most excellent and quite expensive one, I might add. I wonder how your blood smells. I wager it will blend nicely into my bouquet. What an interesting choice of words. Bouquet, like the thing you will never get to throw, for the idiot who would wed one such as you has not yet been born. Oh my... Unless we do not count our Tanari, but even those possess some degree of brains. Warum sollten Dämonen aus dem Abgrund Shatil heiraten wollen? Weil sie chaotic evil ist?
Okay. I'm not mad enough to wish to be born to such a pathetic thing as a man. If you ever dare to humiliate me with such a suggestion again, I will have your tongue. Ich nehme an, ist egal. Pardon me, I'm not nearly intoxicated enough to speak to wildlife. Doch machst du es die ganze Zeit. What was I thinking addressing this thing? Have I not far more important and deadly things to do? Ganz ehrlich? Nee, hast du nicht. Aber gut. Try putting on some more of that perfume. That will intoxicate you quick enough. I will open your mind to the cause of your overly aggressive behavior. Okay, willst du... Verpetzt du Schatil jetzt beim Gruppenleiter? Also, jealousy, poor and simple. Not only am I a most accomplished mage, debatable, but also a very handsome and well-groomed individual. Es ist gut, dass du das so siehst. And the most useless bastard of all the bastards who lace their breeches over their thinking device. Das ist eine sehr nette Umschreibung. Lace their breeches, also die Hose, where they're thinking device. Okay. Indeed, I've noticed your glances, fiend of a woman. You ungraceful lout of a man-like creature bring truth to the saying that women admire men's hindsights, for they like intelligent men and assume men think with the same part as they do. Okay, seid ihr fertig? Okay, ich wollte mir nämlich eigentlich mal deine Constitution angucken, die hat sich nicht verändert, oder? Nope. Okay, weil theoretisch, also es war ein... war also kein Raise Dead, es war also ein Resurrection. Achso, das ist Edwin's Zeug. So as directed for now. Du bist übrigens nackt, by the way, wollte ich dir nochmal sagen. Okay. Das ist so der lästigere Teil dieser Geschichte. So und so und so. Bitte so und so und so. Ich glaube, das war so. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Die Zimmer an, dann hattest du die an. Und ich glaube, jetzt bist du wieder weit wiederhergestellt. So, das wollen wir jetzt mal identifizieren. Helm of Defense, Gift of Peace. Prized for its noble origins as much as for its benefits to the wearer. This helm was originally intended to be a simple gift. There was no great crisis at hand, nor dangerous evil to be overthrown, just a wish for a friend to give a gift to another. It could just have easily been a good book or a bottle of wine, but adventurers are eminently more practical in their gift-giving. The helm has seen many great battles since its creation, but the simple virtue at its core is what has always been remembered. Ja, das ist nämlich, der macht plus eins auf alle Rettungswürfe. Ist leider kein magischer Helm im Sinne von, er macht keine Rüstungsklassenbonus. Aber er ist... Oh, das wusste ich gar nicht mehr. Er macht auch noch eine ganze Menge Resistances. Das ist gut. Du kannst keinen Helm benutzen. Du hast den... Oder wollen wir... Wie sind denn... Du hast sowieso Magic Resistance, also geben wir das am besten. Ich meine, am ehesten kann es Schatil gebrauchen. Okay, gehen wir es dir. Okay. I stand ready. Ich glaube, das war alles. Mehr hast du hier nicht? Mehr hast du nicht. Okay, gut. Ja, ich würde sagen, das war... der Beginn der Erkundung der Schwertküste, also das hier ist, ne? Das ist. Wir sind. Heißt das nicht sogar Schwertküste, wo wir sind? Heißt sogar Schwertküste. Das ist alles Schwertküste. Mhm.
Okay. Ja, also das soll es für heute gewesen sein. Wir haben begonnen, hier ein bisschen zu erkunden, haben ein... Edwin hat eine interessante Erfahrung gemacht, sag ich mal so. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir hier weiter mit mehr Baldur's Gate. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.